007 hat einen Auftrag. Konterrevolution mittels Sprengstoffs. Der Trick bei der Sache ist natürlich, zum Zeitpunkt der Explosion ein beinhartes Alibi zu haben. Und wo ist das besser zu bekommen als unter vielen Menschen, nachdem man die Sprengladung gelegt hat? Ich gratuliere. Danke. Mr. Ramirez und seine Freunde sind jetzt arbeitslos. Zumindest werden sie keine Bananen mit Heroinaroma mehr verkaufen, um Revolutionen zu finanzieren. Gehen Sie nicht ins Hotel zurück, Senor. Sie werden beobachtet. In einer Stunde fliegt eine Maschine nach Miami. Ah, die nehme ich, aber vorher habe ich noch eine Sache. Mal sehen, wie die steht. Entschuldige. Warum trägst du eigentlich immer dieses Ding? Ach, ich habe einen kleinen Minderwertigkeitskomplex. Was wollte ich denn gerade? Ach ja. Widerlich. Einfach widerlich. He's the man with the Midas touch. A spider's touch. Miami Beach. Angenehm? Sehr angenehm. Ja. Bisschen tiefer, Liebling. Ich dachte mir schon, dass du in guten Händen bist. Oh, Felix. Felix, wie geht's denn? Dink, das ist Felix Leiter. Hallo. Felix, sag den guten Tag. Tag, Dink. Dink, sag Felix auf Wiedersehen. Oh? Ein Männergespräch. Oh. Es ist ein Fehler, 007, dass du die Opposition so nah an dich rankommen lässt. In Jamaika war sie dir erheblich näher gekommen. Was hast du auf dem Herzen? Ich bin im Urlaub. Jetzt nicht mehr. Nachricht für dich aus London. Ich hätte mir denken können, dass er mich nicht aus purer Dankbarkeit hier im besten Hotel logieren lässt. Er hat uns gebeten, ihn im Auge zu behalten. Auric Goldfinger. Klingt nach französischem Nagellack. Er ist Engländer, aber das merkt man nicht. Bedeutender Unternehmer, weltweite Geschäftsbeziehungen, anscheinend einwandfrei. Er besitzt in Amerika ein berühmtes Gestüt. Und was weiß der Geheimdienst über ihn? Es steht nichts Nachteiliges in den Akten. Und wo finde ich ihn? Da sitzt schon sein Opfer und wartet auf ihn. Er lässt sich geduldig von Goldfinger abstauben, schon eine Woche lang. Morgen, Mr. Simmons. Sein Spielchen bereit? Na, selbstverständlich. Wenn man mit 10.000 drin hängt, ist man zu allem bereit. Überlassen Sie mir meinen Stammplatz. Ach ja, Sie wollen hier in der Sonne sitzen. Dieser Goldfinger ist ein fabelhafter Spieler. Gleichen Einsatz? Verdoppeln wir. $5 der Punkt. Sagten Sie 5? Die Pechsträhne muss ja mal aufhören. Okay. Ich werde M verständigen, dass du an der Arbeit bist. Den Rest kannst du mir beim Abendessen erzählen. Gut, ich rufe dich nachher an. 4. Ach, schon jetzt. Wie viel? Ach, 7, 12, 18, 32. 007 entgeht der kleine Empfänger nicht, der im rechten Ohr von Auric Goldfinger steckt. Nun gilt es, den Sender zu finden. Und da kommt das Zimmermädchen auf dem Hotelflur wie gerufen. Miss, Was soll denn das? Das ist Mr. Goldfingers Appartement. Ja, ich weiß. Sie sind sehr süß. Er hat den Pik König gezogen und hat jetzt 59 in der Hand. Er hat auch ein paar Karos. 8, 9, 10. Jetzt zieht er die Pik 6 und überlegt sich, ob er sie brauchen kann. Die Karte, die er jetzt gezogen hat, ist die Herz 8. Er brauchte Könige und Damen. Wer sind Sie? Bond. James Bond. Na, kommen Sie, kommen Sie. Ah, schon besser. Wie heißen Sie? Jill. Und weiter? Jill Masterson. Sagen Sie mal, Jill, warum macht er das? Er möchte gewinnen.
Und warum machen Sie das? Er bezahlt mich dafür. Ist das alles, wofür Sie bezahlt werden? Ich muss mich auch mit ihm sehen lassen. Nur sehen lassen? Nur sehen lassen. Das freut mich. Sie sind viel zu hübsch, um in so eine Sache verwickelt zu werden. Hören Sie zu, Goldfinger. Ihre Glückssträhne ist zu Ende. Ich möchte bezweifeln, dass die Polizei von Miami Beach sehr angetan ist von dem, was Sie da machen. Nicken Sie mit dem Kopf, wenn Sie mir recht geben. Nicken Sie. Gut. Jetzt fangen Sie an zu verlieren, Goldfinger. Sagen wir $10,000. Ach nö, wir wollen großzügig sein. Sagen wir 15.000. Darf ich mal sehen? Sehen Sie, heute ist wirklich mein Glückstag. Was sagen Sie nun? Ende, Goldfinger. Damit wäre er eine Zeit lang beschäftigt. Allmählich gefallen Sie mir, Mr. Bond. Oh, sag doch James zu mir. Besser als irgendjemand, den ich bis jetzt getroffen habe. James. Tja, aber da muss doch irgendwas passieren. Was denn? Das sage ich dir beim Abendessen. Wo? Ich kenne das beste Lokal in der Stadt. Wie schön. Der auch. Hallo? Ihr Leiter. Oh, Felix. Was ist nun? Was ist los? Abendessen? Ah, nein. Nein, tut mir leid, ich kann nicht. Mir ist was dazwischen gekommen. Na schön. Vielleicht sehen wir uns beim Frühstück. Okay. Nicht zu früh. Ich rufe dich gegen 9 Uhr an. Ja, 9 ist gut. Wiedersehen. Gute Nacht, Felix. Jetzt ist er abgestanden. Ach, der Wein. Ja, macht nichts. Ich habe noch einen im Kühlschrank. Die brauchen wir doch nicht. Mein liebes Kind, es gibt Dinge, die man einfach nicht tut. Man trinkt zum Beispiel nie einen 53er Dom Perignon, wenn er eine Temperatur von über 8 Grad hat. Das wäre genauso, als wenn man den Beatles ohne Ohrenschützer zuhören würde. Na, wo ist denn die Temperamentspritze? So macht 007 ein etwas harsch erzwungenes Nickerchen. Jill? Ja, Mr. Bond? Beach 79432, Zimmer 119. Hallo? Hallo, Felix. Komm sofort hierher. Was ist los? Das Mädchen ist tot. Dink? Nein, Masterson. Jill Masterson. Sie ist ganz mit Gold überzogen. Ja, mit Gold. London. Hauptquartier des Secret Service. Mit Gold? Der ganze Körper? Ja, die Haut konnte nicht mehr atmen. Man hat von solchen Unfällen schon bei Tänzerinnen gehört. Der Goldüberzug ist nicht gefährlich, wenn man eine bestimmte Stelle am Rücken freilässt. Dann kann die Haut noch atmen. Offenbar hat das jemand versäumt. Und ich weiß wer. Es handelt sich nicht um persönliche Rache, 007. Es handelt sich um einen dienstlichen Auftrag. Und wenn Sie ihn nicht kühl und objektiv ausführen können, wird ihn 008 übernehmen. Sie haben sich nicht gerade mit Ruhm bedeckt. Sie sollten Mr. Goldfinger beobachten und nicht mit seiner Freundin flirten. Stattdessen ist Goldfinger nach Europa geflogen. Und Sie haben es nur Ihrem Freund Mr. Leiter und meiner Intervention bei der britischen Botschaft in Washington zu verdanken, dass Sie nicht in Miami verhaftet worden sind. Ich bin mir meiner Unzulänglichkeit wohl bewusst. Aber ich wäre bereit, den Auftrag in der von Ihnen angedeuteten Weise zu erledigen, wenn ich wüsste, worum es geht. Sir. Was wissen Sie über Gold? Ich meine, über Goldbarren. Ich erkenne Sie, wenn ich Sie sehe. Kommen Sie um 7, im Smoking. Was wissen Sie über Gold, Moneypenny? Oh, das einzige Gold, über das ich etwas weiß, trägt man hier, am Ringfinger der linken Hand. Darüber müssen wir uns demnächst mal ausführlich unterhalten. Wie wäre es mit heute Abend? Sie kommen zum Essen zu mir? Und ich backe Ihnen eine wunderbare Biskuittorte. Oh, nichts würde mir mehr Freude machen, aber dummerweise habe ich eine
geschäftliche Verabredung. Das ist die fadenscheinigste Entschuldigung, die Sie auf Lager haben. Naja, manche Mädchen haben eben Glück. Wer ist sie, James? Ich bin sie, Miss Moneypenny. Und unterlassen Sie gefälligst Ihr übliches Spiel mit 007. Er ist mit mir zu Abend. Ich möchte nicht, dass er zu spät kommt. Es besteht also noch Hoffnung für mich? Moneypenny, werden Sie mir denn nie glauben? Mr. Bond, die Bank von England ist der offizielle Aufbewahrungsort für unsere Goldbarren. So wie es Fort Knox in Kentucky für das Gold der Vereinigten Staaten ist. Wir kennen die Menge, die wir besitzen und wissen, was in anderen Banken deponiert ist. Und wir können abschätzen, was für industrielle Zwecke benötigt wird. Dadurch ist es den beiden Regierungen möglich, den echten Wert des Dollars und des Pfundes festzulegen. Aber unsere lebenswichtigen Interessen werden durch den unrechtmäßigen Handel mit Gold berührt. Ich nehme an, Sie reden von Schmuggel. Ja. Gold, das man bekanntlich schmelzen und in jede Form gießen kann, ist praktisch nicht mehr aufzuspüren. Es eignet sich daher im Gegensatz zu Diamanten ausgezeichnet für den Schmuggel und besitzt eine große Anziehungskraft für Verbrecher. Danke, Brunski. Ich brauche Sie nicht mehr. Sehr wohl, Sir. Trinken Sie noch einen Schluck von diesem enttäuschenden Cognac. Was haben Sie gegen ihn? Ich würde sagen, es ist ein 30 Jahre alter, mittelmäßig verschnittener Cognac. Mit etwas zu viel Bonbois. Colonel Smith hält hier Vortrag 007. Gentlemen, Mr. Goldfinger hat Waren im Wert von 20 Millionen Pfund in Zürich, Amsterdam, Caracas und Hongkong deponiert. Die meisten davon stammen aus diesem Land. Warum sind sie verlagert worden? Weil der Goldpreis in jedem Land verschieden ist. Sie kaufen hier Gold für 30 Dollar pro Unze. Verkaufen es in Pakistan für 110 und verdreifachen ihr Geld. Natürlich vorausgesetzt, dass sie die Möglichkeit haben, es einzuschmelzen. Hat er sie? Abgesehen davon, dass er amtlich zugelassener Goldhändler ist, behauptet er, nein, das ist nicht ganz fair. Er ist, neben seinen vielen anderen Interessen, auch ein amtlich zugelassener Juwelier. Er ist gesetzlich berechtigt, in gewissem Umfang metallurgische Anlagen zu unterhalten. Sein englischer Betrieb liegt in Kent. Aber es ist uns noch nicht gelungen, festzustellen, wie er sein Gold ins Ausland bringt. Und wir haben, weiß Gott, alles versucht. Wenn Ihre Abteilung herausfindet, dass es illegal geschieht, kann die Bank veranlassen, dass der Hauptteil seines Vermögens beschlagnahmt wird. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich Mr. Goldfinger mal treffe, auf gesellschaftlicher Ebene natürlich. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Das könnte auch zu einem geschäftlichen Gespräch führen, über Goldfingers Art von Geschäft. Ich brauchte sowas wie einen Köder. Da haben Sie recht. Das ist das einzige Stück, das wir von dem Nazi-Schatz auf dem Grund des Toplitzsees im Salzkammergut besitzen. Aber dort liegt zweifellos noch mehr. Mr. Bond kann damit anfangen, was er für richtig hält. Vorausgesetzt, dass er es wieder zurückgibt. Wert 5000 Pfund. Das bekommen Sie erst morgen früh, wenn Sie Ihre übrige Ausrüstung abholen. Aber natürlich, Sir. Guten Morgen, Carl. Morgen, 007. Kommen Sie mal mit. Donnerwetter, hier ist ja heute Morgen Hochbetrieb. Die Weste hat noch ein paar Fehler. Wo ist mein Bentley? Seine Tage sind gezählt. Tut mir leid. Er hat mich nie im Stich gelassen. Befehl von M007. Sie fahren jetzt diesen Aston Martin, DB5. Wir haben ihn ein bisschen verbessert. Ich will es Ihnen zeigen. Passen Sie mal auf. Die Windschutzscheibe ist kugelsicher, die Seiten und das Rückfenster auch. Natürlich drehbares Nummernschild, gültig für alle Länder. Das hier ist ein hübscher kleiner Sendeapparat. Er heißt Homer. Und so wird er eingestellt. Sehen Sie? Dieses kleinere Modell ist so konstruiert, dass Sie es bequem im Absatz Ihres Schuhs verstecken können. Sein größerer Bruder ist magnetisch. Weiter. Er wird in dem Wagen angebracht, den Sie verfolgen, ohne in seinem Blickfeld zu sein. Empfang hier am Armaturenbrett. Der Sender hat eine Reichweite von 300 Kilometern. Genial und praktisch dazu. Man kann unterwegs mal halten und einen Schluck trinken. Großartig. Nach vielen Jahren geduldiger Forschungsarbeit ist der Apparat nicht nur zu diesem Zweck hergestellt worden. Und im Übrigen wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie ihn samt der anderen Ausrüstung wieder mitbringen würden. Ausnahmsweise mal unbeschädigt, wenn Sie von der Front zurückkommen. Sie wären überrascht, wenn Sie wüssten, wie groß der Verschleiß an der Front ist. Sonst noch was? Ich werde Sie nicht viel länger als eine Stunde aufhalten, wenn Sie mir Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Wir haben noch ein paar sehr interessante Zusatzgeräte angebracht. Sehen Sie diesen Kasten hier?
Wenn Sie ihn öffnen, dann haben Sie Ihre Verteidigungsapparatur vor sich. Rauchentwickler, Ölsprüher, kugelsichere Rückwand und vorne rechts und links je ein Maschinengewehr. Auf diese Anlage bin ich besonders stolz. Sie sehen den Schalthebel hier, ja? Wenn Sie den Verschluss aufmachen, dann sehen Sie diesen roten Knopf. Seien Sie vorsichtig, berühren Sie ihn nicht. Warum denn nicht? Weil dadurch dieser Teil des Daches entfernt wird und der Sitz darunter samt Passagier in die Luft fliegt. Schleudersitz? Das ist doch wohl ein Scherz. Ich scherze nie, wenn es sich um meine Arbeit handelt, 007. Blacking? Ja, Sir. Na, eben ist ein früheres Clubmitglied gekommen, Sir. Er hat keinen Partner und ich dachte, Sie würden vielleicht gerne mit ihm spielen. Wo ist er? Mr. Bond. Ja. Das ist Mr. Goldfinger. Guten Tag. Guten Tag. Sie können gleich anfangen. Der erste Abschlag ist frei. Schön. Ich habe Hawker als Caddy für Sie, Mr. Bond. Ja, gut, vielen Dank. Setzen wir einen Schilling pro Loch? Mhm. Ich nehme ein paar von denen hier. Ja, natürlich, Sir. Oh, Sie müssen Oddjob entschuldigen, Mr. Bond. Er ist ein fabelhafter Kammerdiener, aber ist stumm. Und kein sehr guter Caddy. Golf ist noch nicht das Nationalspiel von Korea, hä? Dieses Zusammentreffen ist kein Zufall, hä? Was haben Sie vor, Mr. Bond? Was meinen Sie? Sie sind nicht hergekommen, um Golf zu spielen. Und Bond wirft seinen Trumpf ins Spiel. Eine 1940er Schmelze aus der Weigenthaler Gießerei in Essen. Ein Barren aus einer Schmelze von 600. Sie sind 44 verschwunden. Hm, als die Nazis auf der Flucht waren. Könnten Sie noch mehr besorgen? Ja, aus der gleichen Quelle. Mhm. Interessant. Noch zwei Löcher. Ja, und das Spiel steht gleich. Und dann haben Sie wohl nichts dagegen, den Einsatz zu erhöhen. Nein, woran denken Sie? Selbstverständlich an den Goldbarren, den Sie bei sich haben. Der ist 5.000 Pfund wert. Ich setze die gleiche Summe in bar. Natürlich. Streng nach den Golfregeln? Selbstverständlich. Das war Pech. Das ging leider daneben. Was für ein Jammer. Da ist er. Nein, das ist er nicht. Er hat mit einem Sessenscherball gespielt. Streng nach den Golfregeln. Mr. Goldfinger, die 5 Minuten sind bald vorbei. Ein verlorener Ball kostet 2 Strafschläge. Ich bilde ihn immer noch als Caddy aus. Und mit Erfolg. Lesson schon Nummer 1. Aha, gut. Wenn das der Ball ist, den er verloren hat, fress ich einen Besen. Ist es nicht. Woher wissen Sie das? Ich stehe drauf. Sie sind aber ganz schön gerissen. Liegen lassen. Ist das der Ball, den Sie gefunden haben? Ja, ein Lessinger 7. Machen wir uns doch einen Spaß mit Mr. Goldfinger. Soll ich ihn markieren oder reinschlagen? Aha, spiel sehen. Das vorletzte Loch? Mhm, stimmt. Noch ein Loch, das bringt die Entscheidung. Fein. Haben Sie die Bälle ausgetauscht? Mhm. Dann haben wir ihn geschafft. Wenn er nichts von dem Tausch merkt. Es geht um Ihre Ehre, Sir. Ja, schon gut. Geklappt. Und jetzt muss ich den reinschlagen. Hm. Ja. Sie haben gewonnen, Goldfinger. Ich bin anscheinend zu gut für Sie. Oh.
Sie spielen mit einem Schlesinger 1, stimmt's? Ja, warum? Das ist ein Schlesinger 7. Hier ist mein Penfold Hearts. Sie müssen irgendwo auf der 18. Bahn einen falschen Ball erwischt haben. Wir spielen streng nach den Regeln, also haben Sie das Loch und das Match verloren. 007 nutzt einen unbeobachteten Augenblick, um in Goldfingers Auto die Wanze zu verstecken. Ein schöner Wagen. Phantom 337, hm? Sie sind ein cleverer, findiger Mann, Mr. Bond. Vielen Dank. Vielleicht zu clever. Unsere Wege haben sich zweimal gekreuzt. Lassen wir es dabei bewenden. Ich dachte, unsere erste Begegnung hätte Ihnen genügt. Ah, ich verstehe Sie. Sie nehmen es mir übel, dass ich Ihnen keine Revanche gegeben habe. Ich glaube, wir wissen beide ganz genau, wovon wir reden, Mr. Bond. Sie möchten doch wahrscheinlich gerne einen Barscheck haben. Ja, das wäre mir am angenehmsten. Auf Wiedersehen, Mr. Bond. Am Flughafen wird der Wagen von Goldfinger verladen. Mr. Bond, ich habe einen Platz in der nächsten Maschine nach Genf gebucht, die in einer halben Stunde startet. Sehr nett von Ihnen, vielen Dank. Nicht zu danken. Während 007 Goldfinger bzw. dessen Peilton folgt, wird plötzlich aus einem Cabrio auf ihn geschossen. Mit seinem Wunderauto macht sich Bond an die Verfolgung und er bringt den weißen Flitzer auch zur Strecke. Ihnen das passiert? Darf ich Ihnen helfen? Sie können von Glück sagen, dass Sie noch leben. Sie sind an allem schuld. Sie hätten weiter drüben fahren müssen. Sehen Sie sich das an. Ein doppelter Plattfuß. So was habe ich noch nie erlebt. Es waren ganz neue Reifen. Nur wahrscheinlich ein Materialfehler. Jedenfalls bin ich froh, dass nur der Wagen beschädigt ist und nicht Sie. Sie sehen nicht aus wie eine Frau, die im Straßengraben endet. Lassen Sie das. Fahren Sie mich bitte zur nächsten Tankstelle. Aber natürlich. Übrigens, mein Name ist Bond. So schnell wie möglich. Ja. Das möchte ich tragen. Ja, natürlich. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Soames. Tilly Soames. Sind Sie zur Jagdsaison hier? Oh, ich hatte auch mal so einen Gewehrkasten. Da sind meine Schlittschuhe drin. Ein hübscher Sport. Wo wollen Sie denn laufen? In St. Moritz. Ich habe gar nicht gewusst, dass es dort um diese Jahreszeit Eis gibt. Da ist eine Tankstelle. Ich hatte mit meinem Wagen einen Unfall. Wie lange wird es dauern? Bis morgen Mittag. Danke. Es dauert ungefähr 24 Stunden, bis die neuen Reifen da sind. Ich kann drüben in dem Hotel übernachten. Ich werde Sie rüberfahren. Das brauchen Sie nicht, danke. Ich lasse Sie nur ungern hier allein. Ich kann selber für mich sorgen. Ja, davon bin ich überzeugt. Wiedersehen. Schreiben Sie mal eine Karte. Bond folgt dem Peilton und stößt auf Fabrikhallen der Firma Oryk Enterprises. Oryk wie Oryk Goldfinger. In sicherer Entfernung wartet er ab, bis es dunkel wird. Dann startet 007 seine Erkundungstour. Schmuggeln ist eine Kunst, Mr. Link. Eine Kunst, die Sie beherrschen?
Sehen Sie, dieses Mal besteht die Karosserie meines Rolls-Royce aus 18-karätigem Gold. Eine gute Idee. Und niemand hat was gemerkt. Diese Barren sind schon transportfertig und die anderen sind noch in Arbeit. Bitte gehen wir weiter. In diesem Rolls-Royce stecken Millionen, Mr. Lee. Es wäre klüger, Ihre anderen Unternehmungen jetzt ruhen zu lassen. Sie können Ihren Auftraggebern versichern, dass ich dem Unternehmen Grand Slam meine ungeteilte Aufmerksamkeit widme. Es sind gewisse Umstände eingetreten. Noch eine andere Person schleicht durch die Nacht und löst auf dem Werksgelände Alarm aus. Lassen Sie mich los, Sie brechen mir das Rückgrat. Was zum Teufel machen Sie hier? Ich will ihn umbringen. Wen? Goldfinger. Und ich will ihn lebend haben. Er muss sterben, er hat meine Schwester ermordet. T.M. Tilly Masterson. Ich kannte Ihre Schwester Jill, ich weiß, was er mit ihr gemacht hat. Sie wissen nichts, lassen Sie mich los. Wenn Sie ihn umbringen wollten, warum haben Sie dann auf mich geschossen? Das habe ich nicht getan, ihn wollte ich treffen. Dann schießen Sie aber verdammt schlecht. Hier oben ist jemand, der es besser kann. Los, komm. Halt die leer! Schnell, steigen Sie ein, den Kerl kaufe ich mir. Und jetzt spielt 007 ein bisschen mit seinem Zauberauto. Verlust auf der Gegenseite, 3 Wagen. Laufen Sie in den Wald, wenn ich jetzt sage. Erledigt das Mädchen mit einem gezielten Wurf seiner mörderischen Melone. Und dann gibt es auch für 007 kein Entkommen mehr. Als Bond wieder zu sich kommt, liegt er an Händen und Füßen gefesselt auf einem Tisch. Guten Abend, 007. Ich heiße James Bond. Und Angehörige Ihres merkwürdigen Berufes gibt es höchst selten. Sie sind erkannt worden. Sagen wir, von einer gegnerischen Nummer, die auch eine Lizenz zum Töten hat. Und dieser interessante Wagen, den Sie fahren. Ich habe auch ein neues Spielzeug, aber erheblich praktischer. Sie sehen hier einen Laserstrahler vor sich. Er strahlt ein ganz ungewöhnliches Licht aus, das es in der Natur nicht gibt. Er kann einen Lichtfleck auf den Mond projizieren. Oder auf kürzere Entfernung sogar Metall durchschneiden. Ich werde es Ihnen zeigen. Zwischen den gespreizten Beinen des Agenten frisst sich der tödliche Strahl durch den Tisch aus glänzendem Metall. Höher und höher. Das ist Gold, Mr. Bond. Schon mein ganzes Leben lang habe ich seine Farbe geliebt, seinen Glanz. Seine göttliche Schwere. Mir ist jedes Unternehmen willkommen, das meinen Vorrat vergrößert, der schon recht beträchtlich ist. Sie haben mich völlig überzeugt, Goldfinger. Vielen Dank für die Demonstration. Überlegen Sie sich Ihre nächste geistreiche Bemerkung sorgfältig, Mr. Bond. Es wird vielleicht Ihre letzte sein. Der Zweck unserer vorherigen Begegnung ist mir jetzt völlig klar. Ich habe nicht die Absicht, mich von einer weiteren verwirren zu lassen. Gute Nacht, Mr. Bond. Erwarten Sie von mir, dass ich rede? Nein, Mr. Bond. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. Es gibt nichts, was Sie mir erzählen könnten, das ich nicht schon wüsste. Sie haben nur etwas vergessen. Wenn ich mich nicht mehr melde, werde ich von 008 ersetzt. Ich hoffe zuversichtlich, dass er mehr Erfolg hat. Er weiß, was ich weiß. Sie wissen nichts, Mr. Bond. Nur etwas über das Unternehmen Grand Slam zum Beispiel. Zwei Worte, die Sie aufgeschnappt haben. Die
für Sie auch nicht den geringsten Sinn haben können. Für Sie nicht oder für irgendeinen aus Ihrer Organisation. Können Sie sich dieses Risiko leisten? Sie haben vollkommen recht, Mr. Bond. Sie haben mehr Wert für mich, wenn Sie leben. Und dann wird Bond per Injektionspistole in einen tiefen Schlaf geschickt. Wer sind Sie? Ich bin Pussy Galore. Das muss ein Traum sein. Ich dachte, ich wache auf und bin tot. Ein Beruhigungsrevolver. Knockout-Schuss. Jedenfalls freue ich mich, dass ich hier bin. Ach, übrigens, wo sind wir hier? 7000 Meter hoch über Neufundland, Kurs Südwest. Ach, deswegen summt es so in meinen Ohren. Das Summen bedeutet, dass Sie in Mr. Goldfingers Düsenmaschine auf dem Weg nach Baltimore sind, als sein Gast. Welche Ehre. Ich wusste gar nicht, dass er so viel Vergnügen an meiner Gesellschaft findet. Ich glaube nicht, dass alles für Sie Spaß und Spiel sein wird. Miley, darf ich etwas für Sie tun, Mr. Bond? Bringen Sie mir einen Drink. Ein Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Trinken Sie einen mit? Im Dienst nicht. Ich bin Mr. Goldfingers Privatpilotin. Ach, wirklich? Und wie weit geht das Private? Ich bin seine Pilotin. Und mehr nicht. Na, endlich mal was Erfreuliches. Übrigens, wo ist unser Gastgeber? Er ist vorausgeflogen. Danke. Ich trinke auf das Unternehmen Grand Slam. Dieser Flug wird mir immer in Erinnerung bleiben. Sie können Ihren Charme abschalten. Ich bin immun. Wir landen in 55 Minuten in Baltimore, zu unserem ersten Stopp in den Vereinigten Staaten. Miley, ich möchte für die Landung etwas Passenderes anziehen. Hat irgendein Stück meines Gepäcks überlebt? Ach ja. Und meine Aktentasche? Schwarze Aktentasche wurde bei Untersuchung beschädigt. Entschuldigen Sie. Oh, Entschuldigungen sind ganz unnötig. Nachdem 007 die Überwachungsanlagen in der Bordtoilette ausgeschaltet hat, versteckt er den vorbereiteten Minisender im Absatz seines Schuhs. Wir landen in 20 Minuten. Wollen Sie das Spiel leicht oder schwer machen? Das ist kein Beruhigungsrevolver. Oh, Pussy, Sie verstehen mehr von Flugzeugen als von Revolvern. Das ist ein Smith & Wesson 45. Wenn Sie aus der Entfernung schießen, geht die Kugel durch mich und die Flugzeugwand wie ein Lötkolben durch Butter. Die Kabine verliert den Druck und der Sog befördert uns beide in den Weltraum hinaus. Wenn Sie die Vereinigten Staaten unbedingt auf diese Weise erreichen wollen, bitte, ich ziehe eine bequemere Art vor. Das ist sehr vernünftig. Außerdem ist um Mr. Goldfinger herum immer sehr viel los. Ich würde nicht im Traum daran denken, auf seine Gastfreundschaft zu verzichten. Er wird auch sehr glücklich sein, wenn Sie kommen. Lieben Sie nicht eine scharfe Rasur? Hier M. Felix Leiter. Leiter. Es handelt sich um 007. Wir haben sein Hummersignal aufgefangen. Es kommt von einem Flughafen in Baltimore, wo er gerade gelandet ist. Baltimore? Nett, dass er uns Bescheid gibt. Zuletzt haben wir aus der Schweiz von ihm gehört. Er ist mit einer Privatmaschine aus Genf gekommen, die unserem alten Freund Oric Goldfinger gehört. Ich freue mich, dass es vorwärts geht. Ich auch. Behalten Sie ihn im Auge. Der Flugplan nennt Bluegrass Field in Kentucky als letztes Ziel. Lassen Sie bloß die Finger aus dem Spiel, sonst verderben Sie alles. Er scheint im Augenblick viel Erfolg zu haben. Sie nicht, Captain. Spielen Sie das Spiel nur so weiter. Miley, sorg dafür, dass alles für Mr. Goldfinger vorbereitet ist. Natürlich. Danke. Du weißt ja Bescheid. Da brummt eine Kunstflugstaffel vorbei.
sehr begabt. Natürlich, ich habe Sie ausgebildet. Kommen Sie. Sie sind eine vielseitige Frau, Pussy. Ich nehme an, dass der Bourbon und das Wasser hier in Kentucky hervorragend sind. Da wir beide jetzt nicht im Dienst sind, könnten wir vielleicht ein... Manieren, Oddjob. Ich dachte, Sie nehmen vor jeder Dame Ihren Hut ab. Kleine Mädchen wie Sie bringt er um. Kleine Jungs auch. Wie war's? Generalprobe hat geklappt, Captain. Gut. Ihr bekommt eure letzten Anweisungen heute Abend. Das wäre alles. Schön, Mr. Bond. Hübsches Pferd, was? Sicher von besserem Blut als sein Besitzer. Zeig Mr. Bond sein Quartier, Ocho. Felix, wir sollten uns vielleicht doch mal um ihn kümmern. Der schreit schon, wenn er uns braucht. Sie sind alle da, Mr. Goldfinger. Hä? Ah, ja. Danke, Kirsch. Dieser Solo wird sich noch ein Loch in die Schuhsohlen laufen. So, da bin ich, Gentlemen. Goldfinger, warum hat man uns nicht gesagt, dass New York und die Westküste dabei sind? Das möchte ich auch wissen. Ich mache keine Geschäfte mit Chicago. Ich dachte, wir hätten ein privates Geschäft abgeschlossen. Und jetzt stelle ich fest, dass ich es mit Gangstern zu tun habe. Goldfinger, ich habe Ihnen etwas geliefert. Wo ist mein Geld? Ich habe auch etwas geliefert. Sie alle haben mir das geliefert, was vereinbart war. Und Sie schulden mir dafür 1 Million in bar. Ich schulde jedem von Ihnen 1 Million. In Goldbarren. Dann zahlen Sie. Gentlemen, Sie können die Millionen heute haben. Oder 10 Millionen morgen. Sagten Sie 10 Millionen? So wie meine Bank morgen früh aufgemacht hat. Banken sind am Sonntag nicht geöffnet. Das ist bei meiner Bank nicht so. Was ist denn das für ein Trick mit dem Billardtisch? Was ist denn das? Hey, was soll denn das bedeuten? Machen Sie das Licht wieder an. Was haben Sie mit uns vor, Goldfinger? Gentlemen, es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Ich lasse mich nicht gern einsperren, Goldfinger. Was ist denn das für eine Karte? Das ist meine Bank. Das Golddepot von Fort Knox, Gentlemen. In seinen Stahlkammern liegen 15 Billionen Dollar. Das ist der gesamte Goldbestand der Vereinigten Staaten. Sie wollen Fort Knox knacken? Oder haben Sie vielleicht den Schlüssel dazu? Ja, sowas Ähnliches. In Fort Knox ist eine Schutztruppe von 35.000 Mann stationiert. 41.000. Und wenn Sie Bu rufen, dann laufen die weg. Hallo? Was ist denn hier los? Der Boden bewegt sich. Der Boden? Was soll denn das schon wieder heißen? Jetzt langt's mir aber. Lassen Sie doch diese Tricks. Der Mensch hat den Mount Everest bezwungen. Er hat den Grund des Ozeans erforscht. Er hat Raketen auf den Mond geschossen. Atome gespalten. Er hat Wunder vollbracht. Auf allen Gebieten menschlichen Strebens. Nur nicht in der Kriminalität. .007 nutzt die Zeit, um aus seiner Zelle auszubrechen. Und dann immer den Stimmen nach. Die Unterwelt wird uns jahrhundertelang weiterklatschen.
Lassen Sie das Gerede. Ja, kommen Sie zur Sache. Sie verschwenden nur meine Zeit. Fort Knox ist uneinnehmbar. Fest steht, das Ding ist bombensicher, elektrisch geladen, Maschinengewehr. Aber hört mir erstmal zu. Fort Knox ist eine Bank, wie jede andere. Größer, vielleicht besser bewacht, aber trotz alledem nur eine Bank. Und selbstverständlich kann sie geknackt werden. Mein Plan ist Idiotensicher, Gentlemen. Ich habe ihn unter dem Grand Slam genannt. Ich habe 15 Jahre meines Lebens daran gearbeitet. Jede Einzelheit ist sorgfältig vorbereitet. Jeder mögliche Zufall in Betracht gezogen. Das Unternehmen ist auf dem Bruchteil einer Sekunde geplant. Ihre Organisation, Mr. Midnight, hat die von mir bestellte Sendung dieser Kanister über die kanadische Grenze gebracht. Sie enthalten Delta 9. Delta 9, was ist das? Ein unsichtbares Nervengas, das sich 15 Minuten nach seiner Anwendung spurlos verflüchtigt und eine völlige Bewusstlosigkeit für 24 Stunden bewirkt. Morgen bei Tagesanbruch wird die Flugzeugstaffel meiner Privatpilotin Miss Pussy Galore Delta 9 über Fort Knox versprühen. Sobald die Bevölkerung, einschließlich des Militärs, bewegungsunfähig ist, wird meine Einsatzgruppe, die Mr. Strepp und seine Männer über den Rio Grande aus Mexiko eingeschmuggelt hat, auf Fort Knox vorrücken. Und zwar wird sie in motorisierten Einheiten dem Bullion Boulevard entlangfahren, der an dem Depot vorbeiführt und sich hier mit der Gold Wall Road kreuzt. Dieses Gitter hier, das um das Gebäude herumführt, ist, wie Mr. Strepp sehr richtig bemerkt hat, elektrisch geladen. Es wird von uns gesprengt. Meine Einsatzgruppe wird auf den Haupteingang vorstoßen und ihn aufbrechen. Und wie, wenn ich fragen darf? Das haben Sie möglich gemacht, Mr. Solo. Sie haben durch Ihren beträchtlichen Einfluss in gewissen Räderkreisen erreicht, dass eine Sendung bestimmter Maschinenteile den Zoll ungeprüft passiert hat. Wir brauchen also nur noch in die Stahlkammern hinunterzusteigen, wo die Goldbarren lagern. Ich habe genug gehört. Lassen Sie ihn doch aus. Ich habe genug von dem Geschwätz. Ich möchte sofort mein Geld haben. Was ist denn mit Ihnen los? Haben Sie vielleicht Angst vor dem Geschäft? Gentlemen, wir müssen Mr. Solos Entscheidung respektieren. Bitte entschuldigen Sie mich für ein paar Minuten. Ich muss mit Mr. Solo abrechnen. Machen Sie es bequem. Da wird Bond auf seinem Lauschposten unerwartet gepackt. Pussy, wo haben Sie denn Judo gelernt? Geben Sie den Revolver her. Ach so, ja. Sie meinen die Pistole. Bitte? Pussy, wir sollten gelegentlich mal zusammen trainieren. Steigt, brauchen wir ja eigentlich gar nicht dabei zu sein. Das werden andere erledigen. Was ist denn das? Wieder so ein Trick von Ihnen. Die sind eingesperrt. Die Tür da drüben ist auch zu. Hey, was soll denn das? Was geht denn hier vor? Wirklich jammer, schade, dass Sie nicht mit den anderen zusammengeblieben sind, Mr. Solo. Aber bitte, wie Sie wollen. Ich dachte, Sie würden sich in Ihrem Zimmer ausruhen, Mr. Bond. Das Zimmer ist ganz entzückend, aber das schöne Wetter hat mich rausgelockt. Ich traf zufällig Miss Galore und sie meinte, wir sollten Ihnen Gesellschaft leisten. Mr. Solo, Mr. Bond, auch ein von mir sehr geschätzter Gast. Guten Tag. Sie wollen uns schon verlassen, Mr. Solo? Ja, leider, hat eine brisante geschäftliche Verabredung. Ja, ich muss leider weg, Goldfinger. Hey, Boy! Tja, wenn Sie weg müssen, müssen Sie weg. Meine Maschine bringt Sie rechtzeitig nach New York. Mit Ihrem besonders schweren Gepäck. Danke. Erlauben Sie? Mein Chauffeur ist ein ausgezeichneter Fahrer. Sie sind in ein paar Minuten am Flughafen. Auf Wiedersehen, Mr. Solo. Vielleicht kommen wir wieder mal zusammen. Glückliche Reise und viel Erfolg. Ich habe ihn unter dem Modell gefunden. Unternehmen Grand Slam.
Ihre Ausführungen haben mir viel Freude gemacht. Mir auch. Kommen Sie. Er ist unterwegs. Langsam Abstand halten. Allerdings befindet sich der Sender nicht mehr bei 007. Bond hat ihn bei der Verabschiedung in Mr. Solos Tasche geschmuggelt. Sind Sie blind oder was ist mit Ihnen los? Hier hätten Sie abbiegen müssen. Sie sind irgendwo nach rechts abgebogen. Wo fährt denn dein alter Freund hin? Dreimal darfst du raten, zu einer Dame. Es geht eigentlich mehr in eine Schrottpresse, aber die ist ja auch weiblich. Jedenfalls macht sie ganze Arbeit. Eine Störung, Felix. Oder er hat abgeschaltet. Kann ich mir nicht denken. Fahr zu der Farm, mehr können wir nicht tun. Na schön. Danke. Ihr Anteil am Unternehmen Grand Slam wird Sie zu einer reichen Frau machen, meine Liebe. Deswegen bin ich ja dabei, Mr. Goldfinger. Und werden Sie danach wieder in England leben? Nein, ich habe eine kleine Insel in den Bahamas entdeckt. Dort hänge ich ein Schild auf. Betreten verboten und kehre zur Natur zurück. Ja, Kisch? Zwei Männer in einem Wagen mit Ferngläsern. Buchmacher, die sich Renntipps verschaffen wollen. Allerdings gibt es noch eine andere Möglichkeit. Kisch, bringen Sie Mr. Bond hierher. Es war völlig richtig, dass wir Bond am Leben gelassen haben, wenn diese Männer da seine Freunde sind. Dann wollen wir Sie davon überzeugen, dass er keine Hilfe braucht. Zu Ihrer Beruhigung wollen wir ihn so glücklich machen, wie nur irgend möglich, Pussy. Ich schlage vor, dass Sie dazu vielleicht etwas Passenderes anziehen. Natürlich. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Er will Sie sprechen. Mr. Bond, bitte, setzen Sie sich. Mint Julep, mein Hausgetränk, sehr wohlschmeckend. Ja, danke. Kräftig, aber bitte nicht zu süß. Sie enttäuschen mich, Goldfinger. Das Unternehmen Grand Slam wird ein Reinfall. Übrigens, Delta-9-Nervengas wirkt tödlich. Sie sind ungewöhnlich gut informiert, Mr. Bond. Sie werden 60.000 Menschen sinnlos umbringen. Ach, Autofahrer bringen im Laufe von 2 Jahren genauso viel um. Kann sein. Ich habe inzwischen auch ein paar Berechnungen angestellt. 15 Billionen Dollar in Goldbarren wiegen 10.500 Tonnen. 60 Mann würden ungefähr 12 Tage brauchen, um sie auf 200 Lastwagen zu verladen. Sie haben aber höchstens 2 Stunden Zeit, bevor die Armee, die Marine und die Luftstreitkräfte anmarschieren und sie zwingen, das Gold wieder rauszurücken. Wer hat behauptet, dass es abtransportiert werden soll? Ist die Mischung scharf genug? Sie haben die Absicht, in die größte Bank der Welt einzubrechen? Aber Sie wollen nichts stehlen. Warum? Weiter, Mr. Bond. Mr. Ling, der rotchinesische Agent in der Fabrik, ist Spezialist für Kernspaltung. Aber ja, natürlich.
Dann haben Sie von seiner Regierung eine Bombe bekommen. Ich würde es lieber als Atomgerät bezeichnen. Es ist klein, aber besonders schmutzig. Kobalt und Jod, hm? Genau. Wenn Sie es in Fort Knox zünden, dann... dann wird der gesamte Goldvorrat der Vereinigten Staaten radioaktiv sein. Für 57 Jahre. 58, um genau zu sein. Ich muss mich entschuldigen, Goldfinger. Der Plan ist genial. Sie haben dann, was Sie wollen. Ein wirtschaftliches Chaos im Westen und der Wert Ihres Goldes wird sich vervielfachen. Bei vorsichtiger Schätzung um das Zehnfache? Beachtlich. Aber dieses Atomgerät, wie Sie es nennen, das ist doch offenbar schon hier im Lande. Offenbar. Aber das Gerät nach Fort Knox zu bringen, unbemerkt, das könnte riskant sein, sehr riskant. Im Gegenteil, Mr. Bond, das Risiko ist ganz auf Ihrer Seite. Sollten die Behörden versuchen, es aufzuspüren, wer weiß, wo es dann zur Explosion gebracht wird. Vielleicht in dem Bunker der Polaris-Flotte in New London? Cape Kennedy? Im Weißen Haus? Aber das sind müßige Spekulationen. Unternehmen Grand Slam wird ein Erfolg. Sie werden ja dabei sein und es selber sehen. Zu nah, fürchte ich, um es gemütlich zu finden. Verzeihung, Mr. Bond, aber ich muss dafür sorgen, dass mein Gold getrennt wird von dem verstorbenen Mr. Solo. Das war also diese pressante Verabredung. Ah, sehr schick, Miss Galore. Sehen Sie sich das an. Bitte unterhalten Sie Mr. Bond einstmalen für Sie, bis ich das erledigt habe. Na, wie geht's denn, schöner Mann? Es wird allmählich Zeit, dass wir uns auch gesellschaftlich kennenlernen. Das käme meinen Wünschen entgegen, aber wo verstecken Sie in Ihrer Aufmachung die goldenen Schlagringe? Oh, ich trage nie Waffen, wenn meine Dienststunden vorbei sind. Na ja, wäre ja auch sehr hinderlich. Ich bin völlig wehrlos. Das bin ich auch. Ein wundervoller Besitz, den Goldfinger hier hat. Ja, ich freue mich, dass er Ihnen gefällt. Schade, dass die Herrlichkeit morgen früh zu Ende ist. Oh ja? Der Mann ist wahnsinnig. Na, was haben wir denn hier? Alles in Ordnung. 007 ist völlig Herr der Lage. Komm, ich bin todmüde. Wir fahren zum Hotel zurück. Sie sind eine tolle Frau, Pussy. Ich bin ein sportlicher Typ. Ich wollte, Sie wären nicht so direkt an dieser Sache hier beteiligt. Vergessen Sie es. Ich bin nicht interessiert. Gehen wir. Was könnte Sie dazu bringen, die Dinge mit meinen Augen zu sehen? Sehr viel mehr, als Sie haben. Wissen Sie das so genau? Ich will es gar nicht wissen. Ist es nicht üblich, einem Verurteilten seine letzte Bitte zu gewähren? Wie Sie wünschen. Stehen Sie auf. Natürlich, gern. Bitte. So, und jetzt beginnt das gemeinsame Training. Geschwindigkeit 220, Windrichtung westlich. Champagnerführer an Champagnerstaffel. Im Tiefflug weiter. Fertig zum Babyeinschläfern. Absprühen auf Kommando. 5, 4. Die Flugzeuge versprühen ihr Gas und wie gefällt stürzen ganze Kompanien zu Boden. Jeder über dessen Kopf die Flugzeuge hinwegdonnern. Champagnerführer an Kampfgruppenführer. Das Baby schläft. Ich wiederhole, das Baby schläft. Wir fliegen jetzt nach Hause. Ende. Hm.
Ein Konvoi setzt sich in Richtung Fort Knox in Bewegung. Kurzerhand wird das Tor gesprengt. Und dann kommt der Laser. Morgen, Mr. Bond. Jetzt sind Sie mal genau da, wo ich Sie haben will. Die Bombe ist da. Na schön, dann vorwärts. Los, Jack. Angriffstaktik durchgeben. Angriff mit leichten Waffen bis zum Signal, dass die Bombe entschärft ist. Angriff mit leichten Waffen bis zum Signal, dass die Bombe entschärft ist. Technische Einheit, bitte melden. Alle eben noch tot geglaubten Soldaten erwachen wieder zum Leben und sind recht munter. Das allerdings weiß Mr. Goldfinger noch nicht. Er lässt 007 an die Bombe ketten. Leben Sie wohl, Mr. Bond. Wollen wir noch die Zeit vergleichen, Mr. Ling? Goldfinger hat vorgesorgt. Schnell schließt er die Stahlkammer und sperrt damit auch seine eigenen Leute ein. Dann entkommt er unbehelligt in einer amerikanischen Uniform. Mr. Goldfinger! Bitte, Mr. Goldfinger! Der gehört dazu und die Frau auch! Ich verhafte sie! Mach die Tür da auf! Wir sitzen in der Falle. Die Bombe. Ich nehme den Zünder raus. Doch Oddjob ist der andere Meinung. Ich habe keine Lust, als Held zu sterben. Während die Bombe tickt, kommt es zwischen Oddjob und Bond zu einem Kampf auf Leben und Tod. Oddjob verliert. Mit Hilfe von 2 Goldbarren zerschmettert Bond das Schloss des Bombenkastens und... Sekunde kann Felix Leiter den fatalen Mechanismus entschärfen. Das war aber Zeit. Alles okay? Wo ist dein Butler? Der hat sich die Finger verbrannt. Noch 7 Ticker und Goldfinger hätte die Partie gewonnen. Habt ihr ihn erwischt? Noch nicht, aber er kommt nicht weit. Und Pussy? Die hat uns geholfen, das Gas auszuwechseln. Übrigens, warum hat sie Washington angerufen? Ich habe wahrscheinlich ihre mütterlichen Instinkte geweckt. Komm, James, steig ein. Du darfst den Präsidenten nicht warten lassen. Sonderflugzeug. Mittagessen im Weißen Haus. Warum? Der Präsident möchte dir persönlich danken. Ach, das war doch nichts Besonderes. Das weiß ich, aber er nicht. Na, hoffentlich kriege ich da drin was zu trinken. Ich habe die Stewardess angewiesen, Drinks für 3. Wer sind die anderen beiden? Die gibt's nicht. Die habe ich erfunden. Wiedersehen, Felix. Wiedersehen, James. Alles Gute. Vielen Dank, Sir. Alles Gute. Freut mich, Sie an Bord zu haben, Mr. Bond. Ich gratuliere zu Ihrer Beförderung, Goldfinger. Essen Sie auch im Weißen Haus zu Mittag? In 2 Stunden werde ich in Kuba sein. Und Sie haben meine Pläne zum letzten Mal gestört, Mr. Bond. Es ist sehr gefährlich, in Flugzeugen Revolver abzufeuern. Davor habe ich Pussy schon gewarnt. Ach, übrigens, wo ist sie? Mit der werde ich auch noch abrechnen. Im Augenblick ist sie da, wo sie hingehört, in der Kanzel. Auf einer goldenen Arche. Du schaffst es auch nicht. Na,
Nein, 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 nein. Das lass noch. Retten lassen wir uns später. Cold finger.